Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich bin heute in der Feuerwehr in Garbsen. Das sind wir! Schwerpunkt Feuerwehr hier in Garbsen. Wir wollen heute gemeinsam für euch ein paar Übungen und ein paar grundlegende Sachen durchsprechen. Alles klar? Los geht's. So, die Jugendfeuerwehr sitzt jetzt hier auf dem LF. Wir werden jetzt mal zeigen, oh, wir machen einfach erstmal die Türen auf und gucken mal, wer hier jetzt wo sitzt. Das finde ich ganz interessant. Schauen wir mal rein. Hier hinten, hallo zusammen, sitzt die Jugendfeuerwehr aus Garbsen. Und Sie sehen schon, die haben hier ihre Position gekennzeichnet, ihre Funktion. Ne, rot ist hier Angriffstrupp, zum Beispiel ist hier die Angriffstruppführerin. Wassertrupp ist blau, gelb ist Schlauchtrupp, wisst ihr alles. Ne? Und da vorne in der Mitte ist die Assistentin des Chefs, des Gruppenführers, die Melderin hier heute. Ne? Okay. Warum das so wichtig ist, dass sie so sitzen, hat einen Sinn. Das hat sich, ich habe ja erst gesagt, die Feuerwehrdienstvorschrift hat bestimmt einen Schachspieler gemacht, weil der hat sich genau Gedanken gemacht, warum die so sitzen, weil der Ablauf danach, der sich gleich ergibt, weil die müssen ja, wenn sie ankommen, hinterm Fahrzeug antreten. Und dann werdet ihr sehen, dass das die perfekte Sitzordnung ist, damit die reibungslos den Einsatz also absitzen können und sich mit dem Einsatz beginnen können. Ne? Wenn es am Anfang schon schlecht losgeht, ist der Einsatz danach vielleicht manchmal schon ein bisschen hakelig. Ne? Also muss immer Ruhe und alles gesittet zu vorangehen und dann klappt das auch. Okay, wir spielen das jetzt mal langsam durch. Kann losgehen, ne? Alles klar, ich mach mal die Tür zu. Los geht's. Normalerweise würden wir ja jetzt so in der Einsatzstelle ankommen. Wir machen mal den Motor kurz aus. So, Motor ist aus, damit wir uns besser verstehen. Normalerweise läuft das Fahrzeug die ganze Zeit. Warum, können wir hinterher noch drüber kommentieren. Aber man hat Abblendlicht an, Warnblinklicht an, Blaulicht ist an. Also wir müssen natürlich auch unsere eigene Situation sichern, uns verkehrssicher verhalten. Okay? So, das heißt, wir kommen so an. Und was passiert jetzt? Kommt mal mit. Die würden jetzt anfangen abzusitzen. Vorne der Maschinist würde absteigen. Ich würde sagen, wir fangen mal vorne mit dem Maschinisten an. Einfach bitte mal absitzen. Wichtig ist, was ihr hier schon seht, ist, der Maschinist steigt auch rückwärts aus dem Fahrzeug. Ne? So, und bleibt erstmal hier stehen. Okay, jetzt kommt das Spannendere. Auf dieser Seite. Kommt bitte rum. Würde jetzt als erstes, wer absitzen? Der Wassertrupp. Führer. Auf dieser Seite sitzen die Führer. Warum, seht ihr gleich. Steigt auch wunderbar rückwärts ab. Halt mal bitte. Würde jetzt sozusagen die Tür aufhalten. Ihr müsst euch vorstellen, es könnte auch windig sein. Ne? Also, dass die Tür nicht zuschlägt, sich einer verletzt. Daran, es ist wohl alles schon mal passiert, deshalb wird das so gemacht. Ne? Auf der anderen Seite ist es übrigens auch gerade passiert. Wassertrupp-Mitglied ist auch drüben ausgestiegen gerade. Okay, der Wassertrupp hält wen die Tür auf? Als nächstes dem Schlauchtrupp. Sehr gut, Schlauchtrupp stellt sich hier neben hin. Wunderbar, okay. So, in der Zwischenzeit ist der Maschinist ja, der soll ja jetzt ja nicht rumstehen. Man hat ja automatisch so eine Tendenz in diese Richtung. Übernimmt der Maschinist die Tür und der Wassertruppführer geht zu seinem Schlauchtruppführer. So, und wem hält er jetzt noch die Tür auf? Angriffstruppführerin. In echt wäre sie jetzt wahrscheinlich mit PA-Gerät ausgerüstet, ne? Weil ist ja auch da fest montiert und sowas. Angriffstrupp kommt meistens als letztes raus, im Fahrzeug raus. So, und jetzt macht der Maschinist die Tür zu. Und jetzt bitte mal einmal die Hand auf die Schulter des Vordermanns packen. Das braucht ihr jetzt nicht in echt machen im Einsatz. Ne? Ihr braucht jetzt ja keine Polonaise machen. Aber nur damit ihr seht, so wie sie jetzt gerade stehen, ist das schon richtig. Kommt mal bitte nach vorne. Genau, 2 Meter vom Fahrzeug weg. Und jetzt dreht euch bitte mal rechts rum. Stehen sie richtig. Maschinist, drüben auch. Ne? Maschinist, Melderin, Angriffstrupp komplett, Wassertrupp komplett, Schlauchtrupp komplett. Wunderbar. So, ich habe die natürlich jetzt ein bisschen hierher geleitet, um euch noch was zu zeigen. Und zwar, dass man natürlich im Abstand ungefähr von 2 Metern, 1, 2, das passt schon recht gut. Und aber, dass die hintere Reihe sozusagen bündig mit der rechten Fahrzeugseite ist. Das heißt, ihr müsst bitte einmal korrigieren und euch einmal hier hinstellen, dass ihr so steht. Ne?
So würden die richtig antreten, damit der Gruppenführer sich hier vorne hinstellen kann. Und wenn jetzt hier Fahrzeuge vorbeifahren würden, würde er das auch noch überleben. Ne? So, darum geht das, dass das Fahrzeug ein bisschen Schutz bietet und dass man sozusagen im sicheren Bereich hinterm Fahrzeug antreten kann. Okay? Und wichtig ist, warum stehen die Führer vorne? Das hat natürlich auch seinen Grund taktisch. Er hat auf Anfahrt vielleicht schon mit den Führern gesprochen. Er saß ja vorne rechts, konnte wunderbar über die Schulter mit den Führern schon reden. Und jetzt hat er sie nochmal da und kann ihnen schon ein bisschen mehr Informationen geben. Okay, ne, die einen Seite, ihr seht, da ist das Feuer und die können alle gucken. Wichtig ist, dass die Führer das wenigstens verstehen. Wenn die es im ersten Moment nicht verstehen, wird der Führer denen das schon erklären, ne? Hinterher, wenn es weitergeht. Ne? So, die sitzen rückwärts ab, Wassertrupp hält die Tür auf, Schlauchtrupp sitzt ab, Gruppenführer nimmt die Tür, wow, Angriffstrupp kommt. Die Melderin ist ja sein Assistent, sie übernimmt seinen Platz hier in der Mannschaft. Super. Ja, also da kann ich nichts mehr korrigieren, das war perfekt, das war super. Ja, wie gesagt, die Jugend kann es, ja, super, kann ich nichts hinzufügen, perfekt. So soll es sein. Und Abstand zum Auto, bin begeistert. Die Jugend von heute, was die alles kann. Kevin war heute der Betreuer, der mit euch und der Jugendfeuerwehr das heute mit uns gemacht hat. Erstmal schönen Dank. Also du hast eine super Truppe. Sehr gerne. Oder was sagt ihr? Also das ist auch der Moment, wo man mal dieses Gefällt mir drücken kann. Ne, die Botschaft. Und auch gerne an die ganze Jugendfeuerwehr könnt ihr gerne mal einen netten Gruß schreiben. Weil ich fand, die haben das echt super gemacht. Ne? Dafür, dass sie so klein sind. Ja, war echt super. Super, ne? Ja, weiß nicht, bei euch, Jugendfeuerwehr hier in Garbsen, ne? Wunderschöner Rüstwagen. Fahrzeugkunde kommt ihr hoffentlich auch noch mal irgendwann. Aber wie viele Jugendliche habt ihr? Circa 20 Kinder momentan. Boah, 20, ja schon. Genau. Nebenbei haben wir noch die Kinderfeuerwehr. Ist auch gerade seit diesem Jahr hier. Super. Also Kinderfeuerwehr macht ihr auch? Genau, richtig. Und Jugendfeuerwehr, jetzt hörst du mal genau zu. Du bist ja so zwischen 10 und 18 Jahre alt, habe ich gerade gesehen. Ne? Kann man hier einfach mitmachen, wenn man will, oder? Ja, wenn man einfach Lust hat, kommt man montags vorbei. Jeden Montag? Jeden Montag haben wir das ist einfach. Ab 17.30 Uhr beginnt bei uns der Jugendfeuerwehrdienst, genau. Montag 17.30 Uhr, einfach hier gab es das. Wache 1, was ist das hier? Welche Straße? Wache 1 am Osterberg. Am Osterberg in Garbsen. Ne? Also wer aus Garbsen kommt, weiß das. Ne? Draußen ist übrigens gerade die Jugendfeuerwehr am Üben. Die sind also super fleißig, haben ganz viel Spaß. Also ihr macht das auch super. Ich habe eben mal 10 Minuten zugeguckt. Super hier, finde ich gut. Und ihr habt es ja auch in Action gesehen. Ne? Genau. Kevin, weiß nicht, wie lange machst du denn das schon hier? Ich mache das vielleicht so circa ein Jahr hier in Garbsen. Vorher habe ich das in Bernbostel gemacht, das Nachbarort habe ich vorher gewohnt. Und ja, nee, mir das einfach. Mir macht das Spaß mit den Kindern und den Kindern macht es auch Spaß. Und das ist aber schön, wenn man das auch ein bisschen zurückkriegt. Ja, ich habe es eben auch gemerkt, du hattest ja ein paar nette Spielchen gemacht mit der Wasserversorgung, mit den Jugendlichen. Ja. Total spannend. Also mein Kompliment. Ne? Vielen Dank, vielen das Dank. War super, fand ich super eben gemacht mit den Jugendlichen und Kindern. Total schön. Also kann ich nur empfehlen, Feuerwehr-Willi, Siegel. Super, ne? Wie gesagt. Jeden Montag 17.30 Uhr, genau. Und kommt mal her, guckt euch das, denke ich, mal ganz entspannt an. Genau. Wenn euch das gefällt, bringt eure Eltern mit und die können den Rest besprechen. Ne? Richtig, genau, so machen wir das. Genau, und dann sehen wir uns auch wieder. Ne, freue mich schon. Alles klar, Kevin, Dankeschön. Ne? Sehr gerne. Bis dann. Vielen Dank. Macht's gut und vergesst nicht, das gefällt mir nur für die Garbsener Jugend, nicht für mich, für die diesmal, okay? Super, tschüss. Tschüss.